Yay, hatte ja schon gesagt, Rock studiert man in dem Sinne nicht, Rock spielt man. Und was ist schöner, als einfach mal ein paar Riffs zu haben, die man so vor sich hindudeln kann. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir doch einfach ein paar Riffs, die man so vor sich hindudeln kann. Grundsätzlich hatten wir ja schon drei schicke Töne. Die leere G-Seite, den dritten Bund auf der G-Seite und den fünften Bund auf der G-Seite. G, B-Flat oder zu Deutsch B und C. Mit den drei Tönen kann man eine ganze Menge anstellen. Ganz wichtig, wenn ihr solche Riffs übt, achtet darauf, dass wirklich nur die G-Seite klingt. Die restlichen Saiten haltet ihr fest. Beim offenen G ist das ja vielleicht noch ganz einfach, aber sobald ihr mit dem Zeigefinger den dritten Bund drückt, wird es schon ein bisschen kniffliger. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr einfach die ganze Hand zwei Bünde raufrutscht. Das ist natürlich einfach, weil ihr die Handhaltung nicht ändern müsst. Oder ob ihr den Zeige- oder Ringfinger benutzt, um das C zu greifen, ist allerdings ein bisschen knifflig. So, wie wäre es, wenn wir uns einfach mal ganz schlicht irgendwas ausdenken? Vorschlag, fangen wir mit zweimal offene G-Seite an. Dann fünfter Bund. Nochmal offene G-Seite. Dritter Bund. Auch noch auf eine G-Seite. Nochmal zum Mitschreiben. Klingt so. 2, 3, 4. Fehlt noch was, ne? 2, 3, 4. Noch ein bisschen langweilig. Wir machen mal Folgendes. Auf den am dritten Bund hier machen wir so ein Bend. Einfach fies an der Seite ziehen, dass es so ein Mu gibt. Wenn ihr die anderen Seiten mit erwischt, ist in dem Moment auch nicht so schlimm. Und was wir noch machen ist, wir geben ein bisschen Attitüde rein. Wir nehmen zwei Takte, zweimal dieses Riff und im zweiten Mal ziehen wir die 1 auf die 4 und vor. Klingt so. 2, 3, 4. Yay! Klingt doch ordentlich nach Rock. Hängen wir gleich noch einen hinterher. Wir spielen einfach die drei Töne, die wir können, hintereinander. Wir fangen beim höchsten an. Und dann alle. Und das machen wir ein paar Mal. Am besten, ach, viermal, weil es so schön ist. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, machen wir den ersten ein bisschen länger. Und am Ende nochmal den auf dem dritten Bund hinterher. Ihr merkt, jetzt spiele ich das mit zwei Fingern. Vorhin bin ich gerutscht. Je nachdem müsst ihr mal gucken, wie es besser ist. Das Ding, das wir jetzt gerade fummeln, das wollen wir vielleicht ein bisschen schneller spielen, dann ist gut, mehrere Finger zu benutzen. Ich spiele es euch mal langsam vor. 2, 3, 4.
mit Gebrat. 2, 3, 4. Oder vielleicht ist uns die Verzerrung zu brav. Wir machen das mal richtig mit Gebrutzel und ein bisschen flotter. 2, 3, 4. Vibratos sind eine super Sache im Rock, weil wir gerade dadurch, dass wir mit der Verzerrung sehr, sehr viel Sustain haben und sich der Sound so auch so langsam mit der Verzerrung verändert, klingt das richtig fett. Ich das fast mal anschalte und hier so. Lohnt sich das zu üben, geht aber mächtig in die Fingerkuppen, ich sag's gleich. Machen wir noch einen Riff. Das könnte dem einen oder anderen ein bisschen bekannt vorkommen, weil ist geklaut. Aber besser gut geklaut, als schlecht selber gemacht. Obacht! Wir spielen die leere G-Seite und danach ein Chuck. Und wer Lust hat, spielt noch einen zweiten. Dann spielen wir ganz kurz den dritten Bund und dann lassen wir vorgezogen klingen. 1, 2, 3, 4. Wer will? So, jetzt machen wir noch einen Abschluss an die Kiste. Und zwar einmal offen, einmal fünfter, einmal dritter. Klingt auch noch nicht so spektakulär. Durch die Verzerrung können wir nicht nur ein geiles Vibrato machen, auch Hammer-Ons sind sehr, sehr viel einfacher als auf einer normalen Ukulele, auf einer Nylon-Saite, die keine Masse hat, ganz kurz ist. Da ist Hammer-On richtig Arbeit. Bei der E-Gitarre und auch bei der E-Uke mit Stahlsaiten, wo ordentlich Zug drauf ist und dann vorzugsweise noch mit Verzerrung, ist ein Hammer-On echt easy peasy. Einfach Finger drauflegen, läuft. Und in dem Fall würde ich sagen, wir machen mal so ein Hammer-On vom vierten auf den fünften Bund. Mit Verzerrung werdet ihr merken, läuft gleich. Ganz kurz so. Und dann wäre unser Ende für das Riff. Okay, ich spiele euch das ganze Ding mal mit Verzerrung, so wie es gehört, vor. 2, 3, 4. Wenn ihr es erkannt habt, runter in die Kommentare damit. Wenn nicht, das Allgemeinbildung. So, einen haben wir noch. Muss ja irgendwie, damit es vier sind. Warum auch immer es vier sein müssen. Nehmen wir mal noch einen Ton dazu. Genauso wichtig wie die drei Jungs, die wir hier gerade hatten, die übrigens der Anfang der Mollpentatonik sind, ist die Oktave zum Grundton. Die haben wir, wenn wir das offene G nehmen, auf dem siebten Bund der C-Seite. Jetzt ist das ein bisschen tricky, ich gebe es gleich zu. Wenn wir einen Ton auf der C-Seite spielen
und nicht wollen, dass die G-Seite mitwubbert oder wir die aus Versehen erwischen, was ja durchaus mal passieren kann, wenn wir mit viel Schwung reinhämmern, dann sollte man da so eine Vorsichtsmaßnahme ergreifen und vielleicht die G-Seite festhalten. Auf der Gitarre macht man das in Anführungsstrichen einfach, indem der Zeigefinger die E-Seite, wäre es bei der Gitarre, so ein bisschen mit festhält. Ihr merkt, die ist jetzt weg. Und man hört nur die C-Seite. Ich lege immer noch den Daumen ein bisschen mit drauf, von oben, weil das einfach sich anbietet. Und es ist auch tatsächlich, wie ich finde, ein bisschen einfacher auf der Ukulele, wo sowieso alles so viel Gefummel ist. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht als Übung, einen Takt tiefes G, einen Takt hohes G zu spielen. Ist nämlich nicht so einfach. One, two, three, four. Ihr merkt, das ist knifflig. Und der eine oder andere wird es mehr als einmal machen müssen, bis es klappt. Aber wenn ihr das raus habt, und ich habe keinen Zweifel daran, dass jeder Einzelne das irgendwann mal hinkriegt, machen wir uns mal ein lustiges Riff draus. Besonders geil, gerade so in diesen etwas fieseren Riffsachen, ist, wenn wir die Oktave so hochziehen. Ich mache das mal mit dem, direkt mit dem Fass, dann hört man es besser. Dabei ist gar nicht so schlimm, wenn eine andere Seite noch mal ein bisschen mitheult. Und jetzt machen wir auf die 1 so einen hochgezogenen und dann die restlichen Achtel im Takt den tiefen. 2, 3, 4. Schon echt ganz geil. Wir könnten uns aber trotzdem noch einen zweiten Takt dafür basteln. Wie wäre es, wenn wir dreimal noch die offene G-Seite spielen? Und dann einmal auf dem dritten Bund und ein Chuck hinterher und dann einmal auf dem fünften Bund und noch ein Chuck hinterher. Und weil es so schön ist, probieren wir mal, ob wir diesen Fiebton in einem zweiten Takt vorziehen können. Einfach der Attitüde wegen. One, two, three, four. Ein bisschen fixer, würde ich sagen. One, two, three, four. Yay! Vier lustige Riffs, die ihr bei jeder sich bietenden Gelegenheit gerne mal nachts um 4, wenn ihr so aufwacht und denkt, oh, ich kann gar nicht schlafen, einfach den Amp anwerfen und ein bisschen vor sich hin kniedeln. Ist großes Hallo garantiert. Apropos großes Hallo, wenn euch solche Videos von mir gefallen, vielleicht gibt es noch eins, wer weiß, dafür müsst ihr aber erstmal den Kanal abonnieren. Oder liken, das Video meine ich. Oder mich weiterempfehlen. Und wenn ihr Grüße, Wünsche, Anregungen habt oder Fragen oder hau mich blau, dann schreibt mir das runter in die Kommentare. Yeah. In diesem Sinne, tschö, gehabt euch wohl.